Herzlich willkommen zu Supergen TV. Heute haben wir wieder zwei Gäste. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Der Kurt Hertel. Grüß dich. Und diesmal der Tilman Zwicker vom GITEC Verein. Hi. Schön, dass ihr da seid. Und heute wollen wir uns mit der Elektrik der E-Gitarre beschäftigen. Hier ein ganz besonderes Modell. Til, du hast es mitgebracht. Ja, die Idee ist natürlich nicht so sehr den Gag zu haben von dem transparenten Show-Effekt, sondern mehr zu sagen, GITEC beschäftigt sich in der Hinsicht mit der elektrischen Gitarre, dass wir transparent machen wollen, was da so vor sich geht in der Technik der E-Gitarre und was wir darüber lernen können, dass wir das positiv für den Musiker und den Zuhörer ausnutzen können. Ja, und ein ganz großes Thema für die Gitarristen ist ja immer, was ist hier los? Ja? Was ist hier los? Genau. Erstens, wie funktioniert überhaupt eine E-Gitarre, dass da hinten was rauskommt? Und welche von diesen ganzen Bauteilen, die da drin sind, sind jetzt wirklich wert, genauer beachtet zu werden? Oder welche sind vielleicht fast wurscht, wie man so sagt? Mhm. Wo soll man vielleicht nicht so viel Geld ausgeben, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Gitarre aufwerten will oder wenn man unzufrieden mit dem Sound ist? Mhm. Wo setzt man dann am ersten an? Genau, weil da gibt es ja sehr viele Ansichten oder Meinungen, die man in den Fachblättern oder Büchern lesen kann. Und oft ist es natürlich sehr verwirrend, ja, die verschiedenen Meinungen dann zu einer Aussage zusammenzubekommen. Und da wäre es vielleicht nicht schlecht, auch vielleicht selber ein bisschen Bescheid zu wissen, was diese einzelnen Komponenten eigentlich tun und wie man sie vielleicht am Ende beeinflussen kann. Mhm, richtig. Sollen wir einfach mal alle durchgehen, die wichtigsten. Was, finden, ja. Was gibt's denn da so? Ich meine, wir können ja mal so sagen, okay, der Sound, die Saiten erzeugen kommt eine aus Schwingung. Den Fingern zunächst, vor allen Dingen. Du erzeugst ja den Sound. Richtig. Du haust in die Saite rein und dann schwingt die und dann macht die was. Und auf der akustischen Gitarre, da wird dann die Decke angeregt und geht dann den Schall in den Raum rein. Bei der elektrischen ist es ein bisschen anders. Die hat halt diese Dinger hier, diese Pickups. Mhm. Und diese Pickups, die erzeugen erstmal so ein Magnetfeld. Jetzt wird es natürlich ganz hass, nicht so mythische Angelegenheiten. Und in dem Magnetfeld, da oszilliert diese Saite, die vibriert da, wenn du sie angeschlagen hast. Und dann gibt es so Induktionsgesetze und so Geschichten. Das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen angehen. Aber dann wird da eine Spannung erzeugt über diese Spule und das Magnetfeld. Und diese Spannung, die entspricht dann dieser Saitenschwingung in ihrer Frequenz und zum Teil auch so, wenn man will, in der Klangfarbe. Das macht der Pickup im Prinzip. Der erzeugt also aus der Saitenschwingung erzeugt er dieses kleine elektrische Signal, was wir dann nachher in den Verstärker schicken, was dann ganz laut werden kann. Mhm. Und die Frage ist jetzt, diese Pickups, sind die jetzt sehr stark am Sound, sozusagen, sind die sehr wichtig für den Sound oder ist es da, sind die eher vernachlässigbar? Die Pickups sind das erste ganz wichtige Glied, was einfach den Sound schon prägt. Mhm. Weil sie Einfluss nehmen auf die Signalübertragung. Es ist nicht so, dass die einfach ganz neutral die Saitenschwingung abtasten und weiterleiten, sondern die machen was damit, die auf die verschiedenen Frequenzanteile, weil in der Saitenschwingung ist ja nicht bloß eine Frequenz drin, da gibt es zwar eine Grundfrequenz, aber jede Menge Obertöne. Also die Klangfarbe ergibt sich ja durch die Obertöne und den Obertongehalt und da wirken die Pickups drauf. Das heißt, die betonen gewisse Anteile von diesem Spektrum, von diesem Klangspektrum, was die Saite erzeugt, betonen manche von denen mehr und andere weniger. Mhm. Deswegen entsteht da tatsächlich ein Sound, ein Klang. Und da haben tatsächlich einzelne Pickups haben einen bestimmten Klang. Und da gibt es eben dann wir haben hier diese typischen Single Coils, die Fender immer propagiert hat, und die haben halt ein bisschen anderen Klang als zum Beispiel die bekannten Humbucker von Gibson. Mhm. Und das hat zu tun einfach mit der Konstruktion des Tonabnehmers. Mhm. Also wir können sagen, dass das tatsächlich schon einen erheblichen Unterschied macht, welche Pickups da drin sind. Also auch verschiedene Single Coils können sehr unterschiedlich klingen. Absolut, absolut. Also ich bin jetzt mal böse und sage, du kannst ein Single Coil Pickup eigentlich immer klanglich identisch wirken lassen, wie ein Humbucker zum Beispiel. No problem. Ah ja? Ja. Okay. Ich bin jetzt mal, wie gesagt, das ist ein bisschen böse, aber das geht tatsächlich. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe auch schon relativ viele Pickups probiert und das ist mit das Elementarste, was man erstmal an der E-Gitarre verändern kann, was den Sound sehr schnell
ziemlich stark verändert, ja, oder? Absolut, würde ich auch sagen. Ja. Also es gibt ja so, also, wenn man nochmal auf diese verschiedenen Aussagen, die man oft lesen oder hören kann von Journalisten, von Fachzeitschriften oder auch von Gitarrenbauern, wenn man das mal zusammenfasst, da gibt es ja sehr viele Komponenten, die den Klang einer E-Gitarre angeblich stark beeinflussen. Es geht, was ich über das Holz des Korpus, auch das Holz des Halses. Kürzlich haben wir uns ja auch mal unterhalten, da hat einer, ein Gitarrenbauer zu dir gesagt, ja, die Form der Kopfplatte hätte einen großen Einfluss drauf. Das kann ich jetzt zumindest aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Also dass ich wirklich spüre, da ist jetzt auf einer Gitarre eine große Kopfplatte drauf, ja, oder dass ich das höre. Aber wenn ich einen Tonabnehmer austausche oder wenn ich beim Tonabnehmer, wenn das möglich ist, von Humbucker auf Single Coil umstelle, dann ist ja, also zumindest ich höre das und ich glaube bei den meisten anderen auch, ein fulminanter Unterschied. Ja, und das zeigt ja für mich, dass der Tonabnehmer eben dann schon ein ganz wichtiges Bauteil ist für den Klang der Gitarre. Und dass man viele andere Dinge wahrscheinlich tatsächlich dann eher vernachlässigen kann. Ja, das ist genau die Frage. Ich meine, wenn ich was ändern will, an welcher Stelle sollte ich ansetzen? Und es gibt halt Elemente, an denen kann man auch sehr schwer ändern. Wenn du eine Gitarre hast und die hat den Korpus und den Hals, dann ist es irgendwie nicht so einfach, da was zu ändern. Aber es gibt andere Komponenten, wo du tatsächlich einfach was machen kannst. Da gehören die Pickups dazu. Die sind natürlich zum Teil ein bisschen teuer, also wenn du da was machen willst. Außerdem, normalerweise brauchst du ein bisschen Lötkenntnisse, dass du die austauschen kannst, musst ein bisschen rumschrauben. Und das, aber das kann man im Prinzip als Amateur oder als Fachamateur kann man solche Sachen ganz gut machen. Abgesehen davon, dass es natürlich genauso viel Spaß macht, an der Gitarre rumzubauen, wie manche Leute am Auto rumbauen. Absolut. Ja. Genau. Mhm. Das heißt, das ist schon mal der erste Faktor, der sehr viel Einfluss macht. Ja? Ja, Wo geht denn der Sound dann hin? Ich sollte vielleicht kurz noch erwähnen, dass die Position der Pickups, also wo die sitzen hier, ganz maßgeblich auch sein kann. Weil wenn der Hals-Pickup, wenn der identisch ist mit dem Steg-Pickup, dann klingt der einfach ganz anders. Wenn man umschaltet zwischen den beiden, hört er ja, ist klar. Wie kann man das erklären, dass das anders klingt? Weil der an einer anderen Stelle die Seitenschwingung abtastet. Der ist mehr in dem Bereich, wo die Grundschwingung noch ausgeprägt ist. Man kann sich vorstellen, die hohen, also die tiefen Frequenzen, wenn die, also die ganze Seite schwingt über die ganze Länge, der ist mehr, dieser mehr in der Nähe, wo die ganze Seite über die ganze Länge schwingt, der ist mehr dort in der Nähe, wo nur die hohen Frequenzen ankommen, gewissermaßen. Okay. Deswegen klingt der heller. Das ist noch kompliziertere Zusammenhänge, aber im Prinzip ist es so, klingt der heller und der eben so in der Mitte drin. Deswegen ist es, sollte man also auch da das nicht ganz vergessen. Und das ist auch der Grund, warum die Strat eine ganz besondere Rolle spielt oder Strat-artige Gitarren eine ganz besondere Rolle spielen im Gitarrenkosmos, weil sie eben diese drei Pickups haben. Und dieser mittlere, den gibt es ja bei Gibson sehr selten. Und wenn man jetzt die Pickups zusammenschaltet, das ist ja der nächste Punkt, dass man die auch kombinieren kann, dann gibt es da gewisse Verstärkungen, Auslöschungen zwischen diesen verschiedenen Frequenzen, die da ankommen. Und die geben einfach bei einer Strat diesen ganz typischen Sound, den man tatsächlich nicht auf andere Weise so einfach hinkriegt. Ich habe vorher gesagt, ob ich jetzt einen Humbucker hier habe oder einen Single Coil, da kann ich ein bisschen was rummanipulieren und dann klingen diese ähnlich. Aber diese Kombination von den beiden Pickups, das lässt sich nicht einfach herstellen auf andere Weise. Also da ist was ganz Charakteristisches bei der Gitarre drin. Man könnte natürlich eine Les Paul so bauen, dass man zwei Single Coils an der Stelle entsprechend hat bei einer Les Paul, dann klingt die auch ähnlich. Aber es hat nur damit zu tun, dass eben diese beiden Pickups an den Stellen sitzen. Ich kann mir zwar ein bisschen schwer vorstellen, dass ein Single Coil identisch klingt wie ein Humbucker, aber da machen wir mal einen Versuch dazu. Ich sag, man kann das so hin manipulieren, aber das bedeutet eben, dass der Zuhörer unter Umständen irgendwas von der Platte hört und sagt, klar, klingt wie eine Les Paul, aber in Wirklichkeit war es eine Strat. Ja, oder es ist eine Tele und man glaubt, es ist eine Les Paul. Ist sicherlich jetzt mal rein vom Hören oder wenn man Aufnahmen hört, dann kann man sich sicherlich täuschen lassen, das stimmt. Oder je nachdem, was sonst noch in der Signalkette alles. Ja, ich meine, das sollte vielleicht dazu sagen, dass du natürlich als Spieler mit der Strat anders umgehst als mit einer Les Paul. Und deswegen natürlich mit dem Single Coil anders umgehst als mit dem Humbucker, ist völlig klar. Es ist ein völlig anderes Instrument und du bist ja eine Einheit mit dem Instrument. Du generierst ja gemeinsam als Gesamtkunstwerk sozusagen, generierst du ja den Sound. Und deswegen,
darf man diese ganzen Sachen nicht außer Acht lassen. Mhm. Es fühlt sich anders an, es handelt anders am Korpus und so weiter. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Mhm. Wir reden aber jetzt eben nur über dieses eine Element, mhm. Pickup. Mhm. Und da würde ich jederzeit sagen, okay, ich kann hier einen Single Coil so hintrimmen mit ein bisschen Kapazität mhm. und so Geschichten und entsprechend Amp, dass der ganz genauso klingt wie ein Humbucker. Mhm. Mhm. Okay. Machen wir einen Versuch dazu. Ja. Was passiert denn dann? Dann geht das Signal aus dem Pickup raus. Ja, dann geht es auf den Schalter, genau. Der Schalter ist also ziemlich wichtig, weil man eben damit den Klang, die Grundklangcharakteristik ein bisschen anwählen kann. Ist es jetzt wichtig, da einen besonders hochwertigen Schalter zu haben? Nein. 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 Der würde jetzt, wahrscheinlich, es sollte nicht funktionieren, er sollte irgendwie nicht schnell kaputt gehen, aber ja. Am Sound oder so kann man jetzt nicht sagen, dass der irgendwie... Da ist so gut wie keine Chance. Wenn der grundsätzlich funktioniert, ist er okay. Natürlich gibt es Schalter, die 100 Jahre funktionieren und ein bisschen teurer sind und andere, die funktionieren halt 3 Jahre und dann sind sie deutlich billiger. Aber selbst da ist es schwierig, heutzutage eine Unterscheidung zu treffen, weil es kommt eigentlich alles aus dem gleichen Land, was man so kaufen kann. Und es ist schwer, da wirklich zu sagen, okay, das nehme ich und das hält dann mein ganzes Leben lang. Aber ich würde an der Stelle würde ich nicht besonders auf irgendwas Acht geben. Dann gehen wir auf den Schalter, dann kommt's. In diesem Falle geht es, also von dem Schalter geht es bei der Strat jetzt auf die Tonpotis eigentlich. Mhm. Das ist so gemacht, dass, und auf der Les Paul wäre es ja auch ähnlich, dass man da den verschiedenen Pickups verschiedene Tonpotis zugeordnet hat. Das heißt, man kann dann Klang einstellen und auch voreinstellen, je nachdem, wenn man da umschaltet. Und diese Tonpotis, die interagieren mit dem Tonabnehmer und helfen halt einen gewisse hohe Frequenzen, also wiederum in dem Spektrum, den höheren Anteil, den zu variieren. Also der Begriff Tonpoti ist, glaube ich, immer ein bisschen irreführend, gell? Weil man vielleicht dann oft so denkt, ja, man kann Höhen dazu drehen und vielleicht dann auch Bässe dazu drehen, aber eigentlich ist die, also ich erkläre es meinen Schülern immer so, dass die Ausgangsposition eigentlich hier diese Anschlagstellung in der Richtung ist, also muss mich berichtigen, wenn ich da falsch liege, und dann man kann eigentlich nur Höhen wegnehmen, also so ist es gut. Kann man das so genau. Ja. sagen. Ja. Genau. Das geht nur bei aktiven Gitarren. Also die Elektronik eingebaut haben, da könnte man sagen, da kann man noch was. Da kann man was dazu tun. Verstärkung bei hohen Frequenzen dazu tun. In dem Fall kann man nur was wegnehmen. Ja. Ist was über die Qualität zu sagen jetzt bei den Tonpotis? Gibt es da auch wieder einen Unterschied? Kann das den Klang beeinflussen? Das sind zwei Aspekte. Das nächste Mal die reine Qualität, das ist wie bei dem Schalter. Ich meine, da gibt es natürlich bessere und schlechtere, aber im Allgemeinen würde ich jetzt da auch keinen großen Wert drauf legen. Okay. Ja. Vor allem, weil die sich auch einfach austauschen lassen, also keine große Angelegenheit. Mhm. Was wichtiger sein kann, ist die Charakteristik. Da kann man technisch dieses Poti, den Regler, so auslegen, dass der in verschiedenen Bereichen von dem Regelweg unterschiedlich wirksam ist. Mhm. Das heißt, es gibt Regler, die besonders in einem Bereich sehr viel regeln und in einem anderen weniger. Da kommt dann dazu, dass unser Ohr so eine Wahrnehmung hat, die bisschen ungleichmäßig ist, wenn man so will, über den Regelweg. Und unsere Uhr möchte eigentlich ganz gern, dass bei kleinen Änderungen am Anfang, zum Beispiel bei der Lautstärke, dass da wenig passiert, das können wir da sehr gut erkennen. Mhm. Und am Ende von einem Regelweg müssen wir große Änderungen haben, weil das Uhr ist darauf ausgelegt, kleine Änderungen eben wahrzunehmen. Mhm. Bei großen ist es dann nicht mehr so ganz empfindlich. Deswegen wäre es gut, man hätte diese logarithmische, sagt man, Charakteristik, weil das normalerweise ist das, was mit dem, womit sich gut arbeiten lässt als Gitarrist. Darauf würde ich Wert legen, also ein logarithmisches Potentiometer zu nehmen, Regler zu nehmen, sodass der Effekt über den Regelweg möglichst gleichmäßig ist. Mhm. Das hilft natürlich. Ja. Und da gibt es dann auch bestimmte Werte allerdings, die solche Potis haben, richtig? Da gibt es ja, ich glaube, bei einer Strat sind 250 Kilo-Ohm. Also wir haben noch zwei Komponenten, die wir bei dem Tonpoti, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja der Kondensator. Das Poti wirkt ja zusammen mit dem Tonkondensator und dadurch ergibt sich erst der Effekt. Mhm. Aber das Poti selbst braucht einen gewissen Wert, das stimmt. Und bei diesen altmodischen Gitarren, das ist ja uralte Technik aus den 50er Jahren oder eigentlich noch früher, des letzten Jahrtausends, da ist es so, dass man sogenannte hochohmige Komponenten braucht, also Komponenten, deren Werte relativ groß sind. Deswegen hast du ja vorher von 220 oder 250 Kilo-Ohm gesprochen. Kilo-Ohm, also 1000 Ohm. Das heißt, das Ding sollte einen Widerstand, das ist die Einheit Ohm,
haben von 250.000 Ohm. Das passt einfach zusammen mit der ganzen anderen Elektrik und Elektronik der Verstärker. Deswegen kann man das einfach mal so stehen lassen. Wenn man einen sehr viel geringeren Wert nimmt, dann stellt das im Maximal, was du vorhin gesagt hast, wenn man das auf 10 gedreht hat, also was die Maximalstellung ist, was ja am wenigsten diesen Klang beeinflusst, weil wir gesagt haben, wir können nur was wegnehmen, also in Maximalstellung beeinflusst es den Klang am wenigsten. Wenn jetzt dieser Wert, der maximale Wert von diesem Regler, wenn der klein ist oder zu klein ist, dann beeinflusst der sogar in der Stellung 10 schon irgendwie den Tonabnehmer. Das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen muss der hoch genug sein. Also 50 Kiloohm zum Beispiel wäre zu wenig. Okay. 250 ist typisch das, was eine Strat hat. 500 Kiloohm wäre das, was meistens die Gibson-Gitarren haben. Das passt ein bisschen mit der Humbucker-Konstellation zusammen. Es ist nicht furchtbar kritisch. Also ist die Frage, ob man den Unterschied wirklich so deutlich hört. Aber prinzipiell wäre dann, ich glaube, Single Coil ist ja prinzipiell eher höhenbetonter im Vergleich zu einem Humbucker, kann man das so sagen? Ja. Und dann, im Grunde ist es so, ja. Ist es so, also sozusagen beim Humbucker will ich einen höheren Wert, damit der nicht zu dumpf klingt in voll. Das letzte rauszukitzeln sozusagen, ja. Genau. Also ich hab das schon mal probiert tatsächlich bei einer Gitarre, oder wir zusammen haben es mal probiert, und da war es tatsächlich so, dass ich da dann zufrieden war, als wir den richtigen Wert gefunden haben. Und ich glaube schon, dass das was ausmacht, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein wahnsinnig großer Effekt ist, aber es ist groß genug, zumindest, dass es mich gestört hat. Mhm. Ja. Aber das heißt, der Wert ist schon, glaube ich, wichtig. Also es darf halt nicht zu klein sein. Mhm. Wenn er zu groß wird, dann ist es nicht so schlimm, weil runterregeln kann man immer. Mhm. Genau, könnte eigentlich auch. Also man kann 500 Kilo nehmen und das ist nicht so schlimm. Ja. Das heißt, ich bin dann einfach hier. Ich habe in meiner zum Beispiel ein Backroom auch drin. Mhm. Also dann wird es halt noch ein bisschen mehr. Es ist, es macht dann so ganz kleine Änderungen. Es gibt ja auch die sogenannten No-Load-Potis. Das sind also welche, die in der Endstellung den Reglerwert komplett abhacken. Da ist dann keine Verbindung, elektrische Verbindung mehr da. Also das macht dann ganz auf und man hat dann maximal das, was der Pickup von sich aus rausgibt, ohne irgendwelche Beeinflussung. Sowas habe ich in einer von meinen Firebirds zum Beispiel drin und stelle fest, okay, also ich höre da gerade was, wenn ich das... Und ich höre es auch nur deswegen, weil ich es direkt regeln kann. Also wenn ich das von einem Tag zum nächsten vergleichen würde oder von jetzt auf in 5 Minuten, würde ich keinen Unterschied hören, weil das Gehör für solche Long-Term-Vergleiche gar nicht ausgelegt. Das heißt, selbst wenn ich einen zu hohen Wert hätte, könnte ich ja sowieso ein bisschen runterdrehen. Irgendwann habe ich schon den Wert, der da eigentlich irgendwie dann vielleicht passt. Aber jetzt kommen wir auf die andere Geschichte, wenn man nämlich ganz runterdreht beim Tonproti, dann wird dieser Widerstand, der da drin liegt, der wird dann ganz aus der Geschichte rausgenommen, der wird auf Null gedreht. Okay. Und dann ist aber da immer noch dieser Tonkondensator drin. Und der Tonkondensator, der macht was Witziges zusammen mit dem Tonabnehmer. Der erzeugt nämlich eine Resonanz. Und eine Resonanz heißt in dem Fall, dass einfach aus dem Frequenzbereich, dieses ganze Frequenzspektrum, was der Tonabnehmer anbietet, aus dem wird ein Bereich besonders hervorgehoben. Das macht der Tonkondensator. Regulärerweise ist es so, dass man einen möglichst großen Regelbereich haben möchte beim Tonpoti. Das heißt, man möchte von möglichst hell, wenn es auf 10 steht, auf möglichst dunkel, wenn es auf 0 steht, gehen. Deswegen hat man da einen Kondensator drin, der ist typischerweise 22 Nanofarad, komme ich gleich darauf zurück, oder 47 Nanofarad bei Gibson und Fender getan. Der macht den Klang dann sehr dumpf. Das wissen wir alle, ist dann ein sehr dumpfer Klang. Tatsächlich ist der aber Klang, der Klang ist nicht bloß dumpf, sondern der hat auch eine Anhebung in einem gewissen tiefen Frequenzbereich. Also es wird dann sehr prägnant eigentlich. Das ist das, was der Clapton mit dem Woman-Ton bezeichnet hat. Da hat er ja auch die ganz zurückgedreht und da gibt es so eine gewisse Resonanz, die dann, gerade wenn man so einen entsprechenden Marsch und so weiter dahinter hat, das gibt dann eben diesen kann, oder kann den Sound ergeben, wenn man auch noch so gut spielen kann. Das heißt, das ist aber nur dann, wenn das Ding ganz zugedreht ist. So ist es. Das habe ich früher mal gewundert, weil ich war ja großer Pat Metheny-Fan und habe versucht, immer diesen dumpfen Sound nachzuahmen. Und das hat mich wirklich fasziniert, dass das eigentlich das passiert. Es wird schon immer dumpfer, wenn du ganz zudrehst, kommt plötzlich so ein von unten nochmal. Ja. Und ich habe immer gedacht, das ist ja eigentlich interessant. Gell, das gut gehört. Oder? Ja, genau. Und das ist dieser Effekt, das ist aber nur dann, wenn das Ding ganz zu ist. Oder? Dann weil zwischendrin, wenn man es ein bisschen aufdreht, dann kommt eben wieder dieser Widerstand von diesem Regler dazu. Interessant. Und der Widerstand, der sorgt dafür, dass diese Resonanz
diese Anhebung, die kann sich gar nicht richtig ausprägen. Das heißt, dann gibt es nur eine Art von, das wird alles dumpfer und dunkler, aber es gibt eben nicht diese Anhebung, diese Prägnanz im Ton, die da auftaucht. Mhm. Das kann man sich übrigens damit auch dahingehend zunutze machen, wenn man Interesse hat an solchen Geschichten, indem man einen anderen Tonkondensatorwert einbaut. Mhm. Also wenn man jetzt einen sehr viel kleineren nimmt, sagen wir mal 10 Nanofarad oder nur 5 oder 2 vielleicht, dann gibt es ganz andere Anhebungen. Mhm. Dann kriegt man aber diesen ganz dumpfen Klang auch nicht mehr zusammen. Mhm. So weit kommt man dann nicht runter mit dieser Resonanzfrequenz. Mhm. Und demzufolge kann man gut mit rumspielen. Da gibt es dann diesen sogenannten C-Switch, Kondensatorschalter, mit dem man verschiedene Kondensatoren dran schalten kann. Und dann hat man den Effekt auch. Aber das sind unheimliche Spielereien möglich, mit ganz wenig Aufwand. Mhm. Denn der Kondensator, der kostet ein paar Cent. Mhm. Ja, kenne ich andere. Gut, wir können auch natürlich fürs Pärchen $200 ausgeben oder sowas. Gibt's auch. Wisst ihr, was in dem Bumblebee drin ist? Nein. Der Bumblebee ist, also weißt du, wie der Bumblebee ist ja, der hat ja so Tropical Fish oder wie sie alle mal heißen. Wunderschöner Kondensator, das Bauelement, ja, und so groß, bunt, ganz toll. Und der wurde in den 50er Jahren so hergestellt und musste damals so gebaut werden, weil die Technologie halt so war. Mhm. Und war ist halt in den legendären Gibson wohl drin. Und Gibson hat den wieder aufgelegt. Und den kann man jetzt kaufen für sehr, sehr viel Geld. Und das Interessante ist, jemand hat den aber aufgesägt mal und reingeschaut. Mhm. Und da ist aber nur die Hülle, ist der Bumblebee innen drin, ist ein ganz normaler 3-Cent-Kondensator. Es ist so. Mhm. Und wenn man bei Gibson nachfragt, sagen sie, ja, es soll halt kosmetisch historically correct sein. Deswegen ist es so. Und wir müssen das Business wechseln. So ist es unbedingt. Ja, aber es ist, ich finde es auch wieder, oder jetzt wieder sehr interessant, so dieses Thema, dass man eben mit wenig Aufwand unglaublich viel machen kann. Mhm. Ja. Also was ich zum Beispiel auch aus meiner Unterrichtserfahrung her kenne, ist auch, dass zum Beispiel meine Schüler, auch wenn sie schon sehr lange spielen, dass die sich oft überhaupt nicht trauen, da überhaupt hinzufassen. Mhm. Ja? Also wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas komisch klingt, der erste Griff ist immer erstmal so an den Verstärker. Ja? Und ich versuche immer, die Leute da hinzubringen, ja, fass doch erstmal da hin, wenn es zu laut ist, ja, oder wenn es zu viel Zerre ist, oder wenn es zu hell ist, dann benutzt doch mal deinen Tonpoti. Ja? Mhm. Also schon allein die Benutzung des Tonpotis kann unglaublich viel gute Klangschattierungen bringen, die für verschiedene Stile notwendig sind, ohne dass ich gleich irgendwas am Verstärker oder vielleicht an Genau, du hast es ja dabei, direkt ich unter den Fingern. Ich habe es ja an mir. Ja. Mhm. Genau, also das ist für mich mal der eine Punkt. Ja. Und der zweite Punkt, genau das, was du sagst, wenn ich dann tatsächlich mit der Art, wie sich das verändert, nicht zufrieden bin, dann kann ich ja mal so einen Kondensator austauschen. Und so wie du es am Anfang auch gesagt hast, da ist nicht so viel, wahnsinnig viel Fachwissen nötig. Das muss man sich vielleicht mal zeigen lassen, wie Löten geht, aber das ist eine Sache von einer halben Stunde. Oder man hat einen Freund, der das sowieso sich mit Elektronik beschäftigt, mit dem kann man sich zusammentun. Kann man das machen. Ja. Also wie gesagt, man braucht jetzt da keine Tonabnehmer auswechseln. Mhm. Das geht mit jedem Tonabnehmer, kann man sehr viel Beeinflussung einfach über diesen Klangkondensator machen. Der Tonkondensator kann sehr viel ausmachen. Er ist dann ein bisschen limitiert, weil man hat dann eben nur den einen drin und keinen anderen. Außer man ersetzt zum Beispiel, das könnte man auch machen, man könnte sagen, okay, anstatt dass ich jetzt hier verschiedene Toncontrols habe für die Pickups und für den gar nicht, kann ich auch einen Zoom-Tonregelung haben und das übrige Poti ersetzt sich dann durch so einen C-Switch. Mhm. Und da kann man dann sehr viel machen. Aber tatsächlich an der Gitarre, man kann da so passive Mittenboosts gewissermaßen machen, was insbesondere auch zusammen, wenn man anfängt, ein bisschen Verzerrung reinzubringen, sehr an der Charakteristik der ganzen Sache was ändern kann. Mhm. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Vielleicht erklären wir noch ganz kurz, der C-Switch ist quasi ein Produkt, ein Schalter mit, glaube ich, 5 oder 6 verschiedenen Stufen. Ein Stufenschalter, und dieser Stufenschalter, der schaltet verschiedene Kondensatoren. Das heißt, im Grunde ist es so, wie wenn man jetzt 6 verschiedene oder 6 Tonregler an der Gitarre hätte und die wären alle, würde man halt alle zu- oder aufdrehen. Mhm. Okay. Ja, das ist interessant. Also das sind auch so Sachen, die eigentlich nicht so wahnsinnig verbreitet sind, glaube ich, oder? So der Switch, also das ist was, was ich erst bei euch gesehen habe. Es braucht keine Batterie, das ist total einfach. Und, und man kann also sehr viel Einfluss nehmen auf den Sound. Es wird einfach dumpfer oder heller, wie ein Tonregler, bloß es ist eine andere Aber es ist eben nicht nur dumpfer. Es schafft diesen, was ich als passiven Mittenboost. Mhm. Es schiebt diese Resonanzfrequenz, also die Anhebung von den hohen Frequenzen, wo es dann sehr hell klingt, typisch Stratklang, immer mehr in den mittleren Bereich. Deswegen habe ich vorher gesagt, den Humbucker kann man auf die Art auch ein bisschen simulieren, indem man den entsprechenden Kondensator hintut. Plötzlich
geht das alles in den Bereich, der eigentlich von anderen Gitarren abgedeckt wird. Also wird auch da sicher variabler. Mhm. Also der Einsatz dieser Resonanzfrequenz, wo liegt die? Und das macht natürlich sehr viel aus, wo ist diese Anhebung. Man kann sich so vorstellen, wenn du zum Beispiel ein Graphic EQ hast mit 31 Bändern und du drehst an dem schiebst ein Band mal richtig hoch, dann merkt man da, also in dem Frequenzbereich, den die Gitarre passt, also zum Beispiel bei 4 oder 3 kHz schiebst hoch, dann merkst du richtig dieser helle strahlende Klang. Und wenn du im Vergleich dazu mal bei 1 kHz oder bei 5 kHz schiebst, dann ist es der ausgeprägt mittenlastige, dunklere Klang. Und das kann man aber mit dem Tonkondensator durchaus auch erzeugen. Mhm, sehr interessant. Ja. Also da kann man auch sehr viel machen, was die ganzen Controls angeht. Und das bringt uns dann zum letzten Regler, nämlich der Volumenregler eigentlich. Auf den geht's dann. Wenn die Tonsache erledigt ist, dann geht es an die Lautstärke. Und das ist nur ein ganz einfacher Regler eigentlich. Der muss auch wieder den entsprechenden Wert haben, damit nicht zu klein, damit die ganze Sache überhaupt richtig funktioniert. Also auch wieder 250 oder 500 Kiloohm. Und sonst ist an dem eigentlich nicht viel dran. Der muss die richtige Charakteristik haben. Wieder logarithmisch ist der richtige Wert. Da gibt es dann vielleicht so als kleinen Trick die Angelegenheit mit diesem sogenannten Bleed-Kondensator, dass man also zwischen zwei Anschlüsse von diesem Volumenpulli einen Kondensator reinlötet, der, wenn man es runterdreht, die Gitarre, der die hohen Frequenzen erhält, denn manchmal gehen die weg, je nachdem wie die Gitarre ist, runterdrehen oder sogar mehr betont. Mhm. Diese Treble Beat Schaltung. Treble Beat Angelegenheit. Ich verwende das zum Beispiel dauernd, weil ich alles nur an der Gitarre regle. Ich habe eine Amp-Einstellung fertig und ich möchte aber gerne einen relativ vollen Lead-Sound haben und einen relativ höhenbetonten Rhythmus-Sound. Das heißt, ich habe das so gemacht, dass wenn ich es runterdrehe, kommen die Höhen sogar stärker noch rein, um einen helleren Rhythmusklang zu haben. Mhm. Ja. Aber das ist ein Thema für sich, was man dann aussucht, wenn man das macht und so weiter. Genau. Interessant, also ich glaube, wir dann geht es auf die Buchse und dann haben wir es. Und die Buchse ist nichts Besonderes. Ja, genau. Kannst du jede nehmen. Ja. Ist sehr interessant. Ich glaube, wir müssten die Sachen sogar mal noch vertiefen zum Teil und auch mal schauen, okay, was macht so ein C-Switch auch mal mit Audiobeispielen. Unbedingt. Das wäre, glaube ich, toll. Und das ist sogar total einfach zu realisieren. Ja. Klasse. Ja. Ja. Herzlichen Dank für die Erklärung. Sehr gerne. Super, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Ihr habt wieder viel gelernt. Hoffentlich ihr auch. Und wir werden das Ganze mal vertiefen und uns mal wirklich verschiedene Pickups auch mal anschauen und auch mal diesen C-Switch mal genauer beleuchten bei einer nächsten Gelegenheit. Okidoki. Wenn ihr wieder Fragen habt, Kommentare, Anregungen an die beiden Herren oder an SuperGenTV, lasst uns wissen, was euch interessiert und vielleicht können wir das Thema auch in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Take care. Servus. Ciao.